Hallo und herzlich willkommen wieder mal im Bebelhof. Heute haben wir uns was Neues für euch überlegt, und zwar wollen wir mit euch heute mal alkoholfreie Cocktails zubereiten. Dazu haben wir uns drei verschiedene Rezepte rausgesucht. Zum einen den Virgin Colada, dann Virgin Caipi und noch ein Kiba. Und da zeigen wir euch mal, wie man das macht, dass das wirklich so aussieht, dass das so marmoriert ist, dass der Kirschsaft nicht in den Bananensaft so sich vermischt, sondern dass das wirklich toll aussieht. Ihr seht hier unsere verschiedenen Zutaten. Wir haben Limetten, wir haben Ananas, wir haben die verschiedenen Säfte, einen Cocktailmixer, Kokosmilch und Schlagsahne und brauner Zucker. Den brauchten wir gestern nicht für die gefüllten Weinblätter, den brauchen wir heute. Wir beginnen mit der Virgin Pina Colada. Virgin heißt, dass da kein Alkohol drin ist, selbstverständlich. Und dafür brauchen wir als erstes Schlagsahne. Wir brauchen 4, 2 cl Schlagsahne, nicht 4, sondern 2. Dafür habe ich hier so einen kleinen Becherchen mitgebracht, der misst genau 2 cl. Und die fülle ich hier mal ab. Wenn ihr das zu Hause machen wollt, könnt ihr mal gucken, ob eure Eltern ein Schnapsgläschen haben. Damit könnt ihr das abmessen. Diese 2 cl Sahne kommen hier in unseren Cocktailshaker. Dann brauchen wir Kokosmilch. Bekommt ihr auch in jedem Supermarkt. Ganz ohne Probleme. Kriegt man überall zu kaufen. Das muss man ein bisschen umrühren. Das ist am Anfang oben eine feste Masse und unten die Flüssigkeit. Aber wenn man das gut umrührt, hat man dann auch eine flüssige Kokosmilch. Davon brauchen wir 4 cl. Das hat nicht so gut geklappt. Versuche ich es mal mit dem Löffel. Das geht besser. Also ihr seht, man kann das schlecht aus der Dose direkt in den Messbecher gießen. Sollte man besser einen Löffel dazu nehmen. Und nochmal 2 cl Kokosmilch. Die Pina Colada hat eine ganze Menge Kalorien, weil, wie ihr seht, da ist Schlagsahne drin und Kokosmilch. Aber schmeckt umso besser dafür. Ich habe jetzt hier ein bisschen gekleckert, das macht aber gar nichts. Das ist jetzt hier in dem Cocktailshaker. Und jetzt brauchen wir 160 Milliliter Ananassaft. Den schüttle ich nochmal durch und messe das dann hier mit unserem Messbecher ab. So. Es ist nicht ganz so einfach. Man sollte auch die Skala mit den Milliliter nehmen. So, 160 Milliliter Ananassaft. Auch der kommt mit in den Cocktailshaker. Der ist jetzt schon ganz gut, ist schon drei Viertel gefüllt. Dann mache ich jetzt den Deckel drauf und shake unseren Cocktail. Ich kann das leider nicht so gut wie die professionellen Cocktailshaker in den Bars, die dann die Shaker durch die Luft wirbeln lassen. Aber ich gebe mir Mühe, das gut zu shaken. So, dann machen wir in unser Cocktailglas Eiswürfel. Haben wir hier schon mal ein bisschen vorbereitet, je nach Belieben, wie kalt man das haben möchte. Dann schüttle ich das nochmal. Ich stelle das nochmal beiseite, weil ich möchte natürlich auch ein bisschen Deko machen, und das mache ich hier mit der Ananas. Dazu schneide ich mal den unteren Teil ab. Der schmeckt nicht so gut. Und schneide noch eine Scheibe Ananas ab. Jetzt stelle ich die Ananas mal auf einen Teller für den nächsten Cocktail. Stecke die als Deko hier drauf. Shake noch einmal. Und dann ist unser Cocktail fertig.
Sehr fruchtig, sehr mild, was ganz Tolles für den kommenden Sommer. Und ich habe auch noch leider noch Plastikstrohhalme, aber das gehört ein bisschen dazu. Lasst es euch schmecken. Hallo, ich mache mit euch heute auch einen Cocktail und zwar den Kaipi, den Virgin Kaipirinha ja natürlich. Und dazu brauchen wir eine Limette, ein bisschen Rohrzucker, Ginger Ale und Crushed Ice. Genau. Weil wir die Rinde von der Limette benutzen, haben wir Bio-Limetten da, stimmt es? Genau, darauf ist auf jeden Fall zu achten, denn wenn nicht, sind die ja gespritzt, die Limetten. So, ich fange damit an, die Enden abzuschneiden von der Limette. So. Und hier auch noch das andere Ende. So. Und jetzt achte ich diese Limette. Ich glaube, ich schneide einfach Scheiben. Ups, das ist ein bisschen windig. So, einfach dünne Scheiben. Ich glaube, wenn es nicht genau 8 sind, dann ist das in dem Moment so und macht nichts aus. Also es schmeckt bestimmt trotzdem super. Wenn man auf Kerne trifft, kann man die gerne rauspulen. So, und weiter geht es. Ich habe jetzt auch nicht genau 8 Scheiben, wir sind jetzt bei 4. Ich schaffe bestimmt 6 und keine 8. So. Genau. Die gebe ich dann in das Cocktailglas. Einmal alle rein. Auf die Limetten kommt jetzt der Rohrzucker. Und zwar einen halben Esslöffel. Ich hoffe, ich kriege das gut, ja, gut abgemessen. So ungefähr. So, den gibt man darüber. Wer es ein bisschen süßer mag, kann ja sonst noch irgendwie was nachschütten, wenn es ihm zu sauer ist. Wer es ein bisschen saurer mag, braucht auch gar nicht so viel Rohrzucker. Und jetzt, wer jetzt ein Stößel zu Hause hat, kann den natürlich gerne nehmen. Wir haben jetzt hier keinen vor Ort und deswegen mache ich das einfach mit dem Esslöffel wieder mit. Und zwar, genau, drücke ich so ein bisschen auf die Limetten mit ein, dass die Saft verlieren und sich gut mit dem Rohrzucker vermischen. So, ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen, aber genau, ich habe da auch keine richtige Technik. Ich drücke vor allem ein bisschen drauf, rühre ein bisschen um, dass ich die unteren auch treffe, die unteren Limettenscheiben. So, dann sieht man auch, wie sich unten ein bisschen Saft ja, bildet. Würde sagen, das reicht doch schon so. Dann kommt das Crushed Eis. Und damit machen wir das Glas voll. So. Sieht auch ganz gut, wie sich das abzeichnet. Und dann zu aller guter Letzt kommt noch der Ginger Ale. So. Im Rezept steht 2 Schuss, aber ich werde jetzt so viel drauf geben, bis sich das Glas quasi füllt. So, zumindest fast bis nach oben, weil man ja sonst wenig Flüssigkeit dazu hat. Genau, ich habe jetzt gar keine Limettenscheibe mehr für die Dekoration, aber ich glaube, dafür nehme ich einfach eine neue Limette. Wir machen bestimmt noch einen bei Virgin Caipirinha. So, dazu schneide ich einfach eine Scheibe ab. Mache hier so einen Schlitz rein in die eine Ecke. Dann kann man sie so rüberstülpen. Ja. Und das wäre unser Virgin Caipirinha. Zum guten Schluss zeigen wir euch noch den Kiba, den Klassiker unter den. Ich habe mir sagen lassen, es ist kein Cocktail, es ist nur ein Saftgetränk, weil ein Cocktail besteht aus 3 Zutaten. Der Kiba besteht nur aus 2 Zutaten. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, er schmeckt trotzdem. Ich wollte euch gerne zeigen, wie man den Kiba mixt, damit er so richtig gut aussieht, dass ich das. Sich nicht sofort vermischt, der Kirsch mit dem Bananensaft,
sondern damit sich das so ein bisschen absetzt. Wir nehmen als erstes den Bananensaft, weil der ist viel gehaltvoller als der Kirschsaft und deshalb auch viel schwerer. Wir füllen das Glas zu 2/3 mit Banane. So. Und jetzt kommt der Trick. Wie machen wir das, damit der Kirschsaft nicht gleich sich mit dem Bananensaft vermischt? Dann nehme ich mir einen Löffel und lasse den Saft ganz langsam über den Rand, über den Löffel am Rand ins Glas laufen. Und dann nochmal einen Tropfen in die Mitte. Voilà! So einfach ist das. Wenn man mag, kann man jetzt noch ein bisschen Eis drüber machen. Muss man aber auch ganz vorsichtig sein, damit das nicht gleich wieder sich vermischt. Hier noch den Löffel zur Hilfe nehmen. So. Eis ist hier schon ein bisschen angefroren. Fertig ist der wunderbare Kiba. Wir haben leider nur noch Plastik-Trinkhalme. Die nehmen wir jetzt, verbrauchen wir noch zum Schluss. Und dann kann der Sommer kommen. Viel Spaß!